Elias Stefanescu für GMP1 TV. Ich bin hier mit Nordin Aske an meiner Seite, seines Zeichens Superior FC Champion, und zuletzt konntest du deinen Gürtel erfolgreich verteidigen gegen Vaso Bakucevic. Erzähl uns am besten, wie es lief. Glückwunsch jetzt nochmal nachtragend. Ja, lieben Dank. Es lief alles sehr gut. Es lief alles nach Plan. Perfekt. Wir haben unseren Gameplan von A bis Z genau so durchgezogen, wie wir das die letzten 6-7 Wochen in der Vorbereitung quasi und im Fightcamp trainiert haben, haben wir das 1:1 umsetzen können. Wir waren natürlich schon ein bisschen darauf eingestellt, was der Vaso halt da macht. 2-3 Aktionen konnte ich halt nicht unterbinden, quasi auch die Takedowns und so weiter. Haben auch gut geklappt bei ihm in der zweiten Runde, aber wir waren halt, wie gesagt, einfach bewaffnet und hatten auch, wenn was passieren sollte, was wir immer darauf antworten quasi. Hat alles super gepasst. Und und habe dann den Kampf quasi in der zweiten Runde, Mitte oder Ende der zweiten Runde, dann halt vorzeitig beendigen können mit dem TKO. Du hast im Vorfeld ja auch gesagt, Conor McGregor-mäßig, du wolltest den in der zweiten Runde auch finishen. Wie froh bist du, dass es geklappt hat? Oder gingst du so innerlich, hast du schon so fokussiert, dass du davon ausgingst, dass das eh passiert? Natürlich ist im Kampf alles möglich. Alles kann im Kampf passieren. Man kann planen, wie man will. Man geht seinen Gameplan durch. Man hat die Sachen halt einfach im Kopf. Ich war sehr komfortabel an dem Abend, sage ich jetzt mal. Es war einfach mein Abend. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe eine super Vorbereitung gehabt. Ich habe mein Gewicht perfekt on point gehabt. Und man merkt halt einfach, wenn alles wie am Schnürchen, sage ich jetzt mal, läuft, dass man auch einfach diese Komfortzone hat. So. Und ich wusste ganz genau, ich halte das Tempo hoch. Ich werde das Tempo bestimmen, was ich dann auch gemacht habe. Und ich wusste auch einfach, in der zweiten Runde werde ich mir den holen. Der wird einen Fehler machen und den hat er gemacht in der zweiten Runde und somit habe ich das Ding dann nach Hause gefahren und den trockenen Nüchern nach Hause gebracht. Hast du nach dem Kampf nochmal mit deinem Gegner gesprochen? Im Vorfeld gab es ja die eine oder andere Diskussion, ein bisschen hitzig, sage ich mal. War danach alles gut? Definitiv. Also wir betreiben einen harten Sport, wir betreiben einen Sport, der ans Limit geht für beide Seiten. Natürlich sind das psychologische Spielchen, die wir vorher machen. Beide Seiten vom Vaso ist natürlich bekannt. Der Junge hat einfach Tonnen an Kämpfe. Der hat einfach die Besten der Besten teilweise in der Welt und in Europa gekämpft. Ich wusste ganz genau, was er da macht. Der macht natürlich die Psychologenspiele auch schön in sein Game mit rein. Hat funktioniert teilweise, hat auch wieder nicht funktioniert. Ich habe mir das halt natürlich immer da so zurechtgelegt, dass ich immer die passende Antwort für ihn hatte. Und es war natürlich hitzig, aber nach dem Kampf ist natürlich vorbei. Man hat halt natürlich sich bemessen, man hat natürlich geguckt, wer hat jetzt hier den besseren Mann heute gezeigt, sag ich mal, einfach den besseren Kampf, wer hat die bessere Technik auf Lager gehabt. Und und dann habe ich das halt Ding halt nach Hause gebracht. Ja, sportliche Sicht der Dinge, so muss das, glaube ich, auch sein. Dann vielleicht nochmal auf deine Erfolge zu sprechen. Letzter Zeit läuft es ja wirklich sehr, sehr gut. Ich erinnere mich noch an das Interview vor einiger Zeit, ist ja auch schon wieder lange her, wo du sagtest, du weißt gar nicht, willst du weitermachen, sollst du nicht und so. Ja. Jetzt schaut es sehr gut aus. Wie lauten denn erstmal die Pläne in der nahen Zukunft? Also die nahe Zukunft sah ja so aus, dass ich muss erstmal auf jeden Fall dazu sagen, dass es ein paar familiäre Probleme gegeben hatte. Das war eigentlich der Haupt, sage ich jetzt mal, Grund, warum ich erstmal gesagt habe, der Sport muss ein bisschen erstmal nach hinten. Hatte ich im Laufe der Zeit, Gott sei Dank, alles gelegt, hat sich alles in Lot gebracht. Und das sieht man halt auch einfach an der Leistung, wie du schon gesagt hast. So, ich habe jetzt alle fünf Siege sehr gut gemacht. Ich glaube, einer ist sogar nur über die Zeit gegangen, der Rest ist vorzeitig Siege nach Hause gefahren, also mit Submissions oder KOs oder TKOs im Gegensatz zu anderen Sportlern, aber dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und wie gesagt, da war ja erstmal so, sag ich jetzt mal, so der krönende Abschluss. Dann habe ich dann halt 2-3 Tage vor dem Wettkampf, vor Superior, dann mitbekommen, dass Taitsumov leider ausgefallen ist und habe dann gesagt, Mensch, jetzt bist du so gut im Training, jetzt hat alles super gepasst, du hast das Gewicht on point, du bist richtig gut drauf. Da kannst du theoretisch gesehen nach dem Kampf, wenn alles gut funktioniert, hat natürlich dem Vaso auch nicht gefallen, die Aussage und die Vorhersage vor allen Dingen. Die zweite Runde TKO-Geschichte, die dann auch funktioniert hat. Und habe dann gesagt, direkt zur nächsten Baustelle, zu UFC Stockholm, weil da halt der Taitsumov aufgefallen ist gegen den Silva.
Auch ein sehr starker Gegner, auch ein sehr, sehr guter, sag ich jetzt mal, MMA-Sportler, hauptsächlich auch BJJ Schwarzgurt. Und wie gesagt, habe dann gesagt, so, ich würde dann anspringen, weil man halt natürlich auch einen Gegner für ihn suchen würde. Man hat es auf Twitter gesehen, du hast einige Bilder gepostet, ja. Wolltest unbedingt diesen Kampf haben? Ich wollte den Kampf unbedingt haben, das hat einfach perfekt gepasst. Ich war im Training, ich habe einen super Fight gehabt, ich habe wirklich nichts davon getragen gehabt, das sieht man ja, ist ja gerade mal 2 Wochen her. Und wie gesagt, ich habe mich einfach super wohl gefühlt und war einfach gut im Saft und habe dann gesagt, Mensch, weißt du, du hast keine Verletzung, du hast gar nichts, jetzt kannst du eigentlich zur nächsten Baustelle rüber. Und ich hätte den Kampf auf jeden Fall angenommen. Ich wollte den Kampf unbedingt haben. Aber dann hat man sich halt dann noch für jemanden anderen entschieden. Da ist Reza Madar, der hat den Kampf gemacht. Der ist halt aus Schweden. Die Veranstaltung war halt bei denen auch in der Stadt. Und dann hat man halt natürlich die erste Wahl angenommen. Dann gab es aber trotzdem in den letzten Tagen noch die eine oder andere hitzige Geschichte auf Twitter. Nick Hein zum Beispiel, der hat sich angesprochen gefühlt von deinem Tweet. Ja. Was kannst du uns dazu sagen? Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich muss erstmal ganz klipp und klar hier sagen, ich habe gar keinen herausgefordert. Ich habe gegen auch gar keinen geschossen. Ich habe mich lediglich angeboten, gegen den Silver zu kämpfen. Was im Nachhinein dann logischerweise dann eine Seite veröffentlicht hat. Ich glaube, das war eine amerikanische Kampfsportseite, die dann halt gesagt hat, man könnte ja den Silver gegen den Nick setzen. Und dann habe ich halt darauf nochmal retweetet und gesagt, Mensch, das wäre ein zu leichter Kampf für den Silver, weil ich kenne die Skills vom Nick, die sind ja nichts Besonderes. Ich im Gegensatz zu ihm beendige meine Fights vorzeitig. Man kann ja sehen, von meinen 40, 50 Kämpfen, die ich habe, offiziell kann jeder in meinen Sherdog-Eintrag reingucken. Der sieht, dass ich vielleicht da noch nicht mal ein Zwanzigstel über die Zeit gegangen bin. Das kann man an einer Hand abzählen im Gegensatz zu ihm. Und habe dann halt gesagt, so Mensch, das wäre jetzt quasi zu leichter Fight für den Silver. Ich würde dann doch noch bei meiner Aussage bleiben und den zweiten Runden Knockout werde ich prophezeien und die werde ich auch machen, wenn man sich entscheiden würde, dass ich halt gegen den Silver kämpfe. Das war die einzige Aussage, die ich dann getätigt habe. Und daraufhin kam dann halt vom Nick, möchte gern Fighter oder Alibi-Kämpfer, der einmal im Jahr kämpft, im Gegensatz zu mir, der 3, 4, 5 Kämpfe im Jahr macht. Dann die Aussage natürlich, dass irgendwie nach dem Motto, ich seinen Namen benutzen würde und so weiter. Und fing dann halt an, ein bisschen ungemütlich zu werden. Ah, du kannst schon verstehen, dass er sich nach deiner Aussage mit, dass er keine Fights finisht oder ähnlichem, dann versucht zu verteidigen. Ja, was heißt keine Fights finishen? Die sage ich ja jetzt. Die Aussage vorher war ja natürlich lediglich, dass jetzt ein zu leichter Silver, Kampf ist. Dass ich halt gesagt habe, nee, das wäre für die Silver ein zu leichter Kampf. Weder, dass er Nick verlieren sollte oder verlieren würde oder wie auch immer, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das ein leichter Fight für ihn wäre. Ich würde halt bei meiner Aussage bleiben. Und wenn er einen harten, vernünftigen Kampf haben will, wie es für einen Kämpfer ja gehört, weil wir kämpfen ja, ja, und dementsprechend gehen wir ja daraus, um Kämpfe zu beenden oder zu versuchen zu beenden zumindest und nicht im Oktagon rumzulaufen, als wenn wir einen Staffellauf machen. Ja, halt quasi die Aussage dann gemacht, nach dem Motto, wenn er einen harten, vernünftigen Fight haben will und würde ich noch zu meiner Prophezeiung stehen und ihn in der zweiten Runde wegmachen. Das war die Aussage. Daraufhin kamen halt dann die Ansagen von Nick und schieß mich tot. Und so weiter. Also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, um nochmal darauf zurückzukommen, ich kann bei meiner Aussage bleiben, ich wechsle meine Teams nicht. Das sollte zumindest mal zu denken geben, nach jedem Kampf irgendwelche Teams zu wechseln. Ja, oder ich kann auch behaupten, wen ich hier von meinen Jungs aus dem Team groß gemacht habe. Ich habe verschiedene Jungs, die Titel tragen. Ich habe Jungs bei mir, die irgendwie schon in der Rangliste mit drin sind in Deutschland zu den Top 10, egal in welcher Gewichtsklasse. Zum Gareb kann ich genau das Gleiche sagen. Der hat einen Jungen vorzuweisen, der mehrfacher Weltmeister ist im Boxen. Ja, das ist eine Ikone in dem Sport. Ja, der stand ja übrigens auch bei ihm ja in der Ecke. Der wurde ja auch ausgewechselt. Also irgendwie muss das ja den Menschen ja mal ein bisschen anregen und mal daran überlegen, woran das wohl liegt. Liegt das jetzt eher daran, dass der vielleicht einen falschen Charakter hat oder liegt das vielleicht daran, derjenige, der irgendeine Aussage sagt, ja, ich kämpfe jetzt den und den. Ich bin Kämpfer und ich kämpfe gegen jeden. Ganz einfach. Bevor wir jetzt vielleicht zu viel analysieren und Vermutungen anstellen, lass uns doch direkt auf den potenziellen Kampf eingehen. Aktuell kann ja da in dem Sinne nichts passieren, außer ein UFC-Vertrag kommt. Ja. Und dann könntest du dich in der UFC austoben sozusagen.
Gibt es in den letzten Tagen schon irgendwelche Gespräche? Bist du vielleicht näher ran als vorher durch diese Twitter-Aktion, sage ich mal? Also ich sage das jetzt mal so, der Nick sollte sich nicht zu sicher fühlen. Ich glaube, der kann sich in der UFC verstecken, indem der sagt, ich habe jetzt einen UFC-Vertrag und wenn du mich kämpfen willst, dann muss ich hier hin und so weiter. Der steht an Nummer 1 in Deutschland. Ich kann dir sagen, die Frage ist nur, wie lange du da stehst, mein Freund. Ganz einfach, das ist erstmal die Aussage, die ich sage und ich sage noch was dazu. Ich kämpfe den Jungen auch mit einem einzigen UFC-Kampfvertrag nur. Nur um den zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Ich glaube, der hat vergessen, wer dem seine Hand gehalten hat, wo der die Vorbereitung bei mir gemacht hat und jeden Tag am Heulen war und ich den jedes Mal aufbauen wollte. Oder wo der den Arsch von mir versohlt bekommen hat. Ich glaube, das hat der auch vergessen. Deswegen spuckt er auf einmal übrigens zur Tastatur Rambo. Ich kann dir das alles ins Gesicht sagen und das sage ich jetzt auch vor versammelter Mannschaft für ganz Deutschland, die dieses Interview hört. Ich muss mich hinter niemanden verstecken. Ich habe jede Menge Sachen vorzuweisen. Ich muss mich vor keinem rechtfertigen, im Gegensatz zu dir. Das lassen wir so stehen. Nordin, halt uns bitte auf dem Laufenden, wenn sich in nächster Zeit was tun würde. Ansonsten bleibt ja nur noch zu fragen, wie geht's mit dir weiter? Hast du schon irgendwas Offizielles, wenn man so fragen kann? Ja, und ansonsten das letzte Wort. Danach gehört dir. Die Einstellungen laufen, also die Sachen laufen jetzt halt natürlich alle auf Hochtouren. Man hat natürlich von verschiedenen Ecken irgendwelche Sachen. Jetzt ist erstmal Sommerferien. Das ist jetzt ein bisschen die Zeit so, die steht jetzt an quasi. Braun gebrannt bist du ja schon. Ja. Noch ein bisschen vom Trainingslager. Das ist jetzt die Zeit der Familie und so weiter. Ich werde mich jetzt halt einfach mal erstmal um die Familie kümmern. Ich trainiere natürlich weiter, das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Ich muss keinen Kampf haben, um zu trainieren. Und jetzt einfach erstmal abwarten, was passiert. Und wie gesagt, der eine oder andere sollte sich nicht sicher sein und sich hinter irgendwelchen Verträgen oder hinter irgendwelchen Veranstaltungen verstecken. Ich kämpfe überall, ich kämpfe gegen jeden, das weiß jeder, das war in der Vergangenheit so, das wird in der Zukunft so sein und das interessiert mich erstmal nicht so. Des Weiteren, wie gesagt, ich bin hier heute eigentlich wegen was ganz anderem, ich bin hier, um ein paar Jungs zu supporten, unter anderem den Arthur Krass, der auch sein MMA-Fight morgen bestreiten wird. Ich bin hier, um die Jungs hier zu unterstützen, einfach ein bisschen da zu sein für die Jungkammer, für die Leute, die jetzt die Zukunft in Deutschland herrichten, für den Bereich Kickboxen oder MMA oder hauptsächlich MMA. Und ich denke mal, das steht am Vordergrund heute. Ja, Fight Vision Europe, auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe seid, in Herne. Und Nordin, das letzte Wort, wie immer, gehört an dir. Ich danke euch auf jeden Fall in erster Linie, dass ihr immer schön vertreten seid, auf jedem Event immer den Sport natürlich super mega nach vorne bringt, immer die Leute supportet und den Sport zur Aufklärung halt natürlich immer an die Leute weiterbringt. Des Weiteren möchte ich mich bei allen Sponsoren von mir bedanken, in erster Linie natürlich Benny, Lonsdale und Marin von Fitnessboom natürlich aus Düsseldorf, der immer für meine Supplements und für meine Ernährung und Ernährungsplan zuständig ist, genauso wie Grip Snake von Frankie. Ich danke jeden Einzelnen, den ich vergessen habe, bei meiner Familie, bei meinem Team, das Pride Gym Düsseldorf. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, auf spannende Fights. Und dass ihr... Genau, wir sehen dich dort. Prost. I'm in power.